Okay, wir müssen jetzt absteigen. Schwert raus. Der ist hinter mir. Das ist ein Jaguar. Der macht Sauschaden. Okay, wir haben Unterstützung. Ich muss nicht alleine kämpfen, das ist schon mal gut. Hallo und willkommen zurück zu Myth of Empires. Da unten, wenn ihr da mal runterschaut, hinter uns, neben den beiden Palmen, ist was unterwegs. Sowas haben wir bis jetzt noch nicht gesehen und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich sehen will. Jetzt ist er hinter den Bäumen, kommt da rechts wieder raus. Das sieht für mich aus wie ein Tiger, ne? Der scheint friedlich zu sein, also der tut den Gazellen und den Wildschweinen nichts. Die Wölfe greifen ja eigentlich alles an und fressen alles, was sich bewegt. Von dem her ist der eigentlich relativ entspannt, der einzelne Tiger davor, ne? Ist das ein Tiger, oder? Was meint ihr? Für mich sieht das aus wie ein Tiger. Also der ist riesengroß und ich will mich jetzt momentan erstmal nicht mit dem anlegen, ehrlich gesagt. Ich denke, wir könnten den schaffen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ist das ein Tiger? Oder ein Leopard oder sowas? Könnte auch ein Leopard sein, ne? Es gibt übrigens auch Elefanten. Ich habe schon mal einen gesehen, aber die sind super selten und gemeinsam haben wir jetzt noch keinen gefunden. Wird bestimmt auch nochmal passieren, dass wir hier irgendwo einen Elefanten erspähen. Aber das ist der erste Leopard oder Tiger. Jetzt kommt einer. Der ist schon aggressiv, ne? Der holt sich jetzt dieses Reh, den Hirsch. Oh, der ist ultra schnell. Ich glaube, der holt sich den. Sieht irgendwie eher aus wie ein Tiger, ne? Aber ich glaube, das könnte auch ein Jaguar oder so sein. Wir lassen den dann mal machen. Der sieht gefährlich aus. Den heben wir uns mal für später auf. Wir müssen ja nicht direkt alles besiegen jetzt am Anfang. Die neue Rüstung, die wir angefangen haben, letzte Folge, da bin ich noch dran. Also das machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, da vorne ist ein Bär, oder? Was ist das? Das sind zwei Wölfe. Also irgendwie ist es gerade so ein bisschen unentspannt hier bei uns. Ich bin etwas beängstigt. Das ist tatsächlich ein Bär. Bären sind, glaube ich, auch ziemlich fies. Mit denen legen wir uns auch erstmal nicht an. Wir schleichen uns hier einfach mal vorsichtig durch. Wenn uns irgendwas angreift, müssen wir uns halt verteidigen. Die Wölfe schaffen wir auf jeden Fall. Die sind auch gut für Leder und so. Mache ich regelmäßig. Wir wollten aber jetzt eigentlich erstmal darüber schwimmen und unsere Rolfine besuchen, ne? Wir haben ja letzte Folge das erste Mal so ein paar Stammesmitglieder aufgenommen. Gildenmitglieder. Oder wie nennt man die? Untergeordnete oder Subordinates heißen die hier, ne? Die haben wir auf jeden Fall jetzt rekrutiert und die arbeiten für uns. Zwei stehen in der Basis, Harald und Dieter. Die habe ich hier auch ständig in der Anzeige. Die kann ich, glaube ich, auch herrufen. Das müssen wir mal ausprobieren. Und dann haben wir noch die Rolfine, die ja hier in der Mine für uns arbeitet. Und da gucken wir jetzt mal vorbei. Ich habe so ein bisschen nachgeforscht und ich glaube, die Leute essen auch selbstständig. Man muss die nicht so zwangsfüttern, sondern einfach abwarten. Und wenn die richtig hungrig werden, da vorne ist sie, dann essen die selber. Aber erst, ich glaube, bei 10% Food oder so essen die erst. Das ist halt ein bisschen beängstigend. Wenn da irgendwas schief läuft, dann sind sie halt einfach tot wahrscheinlich, ne? Oder ich weiß nicht, was die dann machen. Ob die dann weglaufen, ob man die dann verliert, ob die sterben. Das werden wir bestimmt irgendwann noch rausfinden, denke ich mal. Auch wenn wir es nicht wollen. So. Genau, also die hat jetzt ultra wenig Food. Wir gucken mal, wie viel sie hat. Das sehen wir ja ganz einfach hier mit drin. Die ist jetzt bei 11,4 Food. Ihr seht das, also normalerweise würde man jetzt mega Panik schieben, also ich zumindest. Aber wir warten das jetzt mal ab, dass die auf 10% fällt und dann gucken wir, ob sie isst. Weil wir haben ihr ja Essen hier zur Verfügung gestellt, ne? Also nur gucken, wie wir da rankommen. So. Die hat sogar Heuschrecken. Braucht sie nicht. Die hat Fleisch. Mit dem Fleisch sollte sie eigentlich ganz gut über die Runden kommen. Und sie hat das erste Erz für uns gesammelt. Mega. Super cool. Die sammeln also Stein und Kopperohr hier. Noch mal gucken. Also, Choose Mineral. Salz oder Kopperohr? Die soll jetzt mal Salz sammeln, weil das hier ist eigentlich ein Salzgebiet, deswegen wird die wahrscheinlich mehr Salz sammeln als Kupfer. Und das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Und eine Kupfermine müssen wir dann irgendwo anders installieren. Da müssen wir wieder unsere Minen-Utilities rausholen und nach einer Kupfermine suchen. Nach einer guten Kupferquelle, wo wir so eine Mine aufbauen können.
Jetzt schauen wir mal, ob die schon so ein bisschen hochgelevelt hat, die Dame. Talk. Inventory. Und mal schauen. Hat die schon irgendwie so ein bisschen... Also wir können auf jeden Fall hier in Mining nochmal Punkte reinstecken, wenn wir welche kriegen. Expertise Points kriegen wir momentan noch nicht. Ach so, wenn die Level erreicht, dann kriegen wir das, ne? Hat die jetzt schon irgendwas gemacht hier? Die Level, die ist jetzt Level 14. Das geht wohl ultra langsam alles, ne? Wir sind jetzt bei 10,1, 10,0. Jetzt müsst ihr eigentlich gleich essen. Klappt das? Hoffentlich klappt das. Ich will die nicht immer von Hand füttern müssen, weil dann bringen die wirklich nichts. Das ist ein Riesenaufwand dann. 9,9. Ich hoffe, das ist nicht buggy. Jetzt isst sie. Bam! Okay. Also das scheint zu stimmen. Solange die was zu essen haben, essen die selbstständig, aber eben erst, wenn sie super hungrig sind. Da muss man halt dann drauf achten. Gut. Dann lassen wir die jetzt einfach mal hochleveln. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich weiß gar nicht, haben wir sie mit Level 14 gezähmt? Level 13? Irgendwo so in dem Bereich, ne? Also die hat jetzt auf jeden Fall Essen. Und die soll jetzt Salz für uns sammeln. Salz ist auch wichtig. Salz brauchen wir, glaube ich, zum Essen herstellen. Ihr seht, ich habe jetzt momentan so einen Buff. Das können wir uns auch mal anschauen. Im Inventar sehen wir hier unten unsere Buffs, rechts unten. Wir haben jetzt so einen 2,5% Hitpoint-Buff durch so ein komisches Essen, was ich da gefunden habe irgendwo. Das habe ich so einem NPC abgenommen und habe das mal ausprobiert. Also die fortgeschrittenen Nahrungsmittel, die geben dann auch immer gute Buffs. Das lohnt sich. Wir müssen also irgendwann mal Nahrung herstellen, gescheite. Nicht immer nur so altes Fleisch essen oder gegrilltes Fleisch. Tauch mal wieder auf. So, dann schwimmen wir darüber. Geht mega gut mit den Pferden hier zu schwimmen. Die sind super schwimmfähig. Muss nur aufpassen, dass sie nicht untergehen. So. Wollen wir die Wölfe noch mitnehmen? Ich habe auch so ein bisschen den Kampf zu Pferde getestet. Das funktioniert eigentlich auch irgendwie so ein bisschen. Ganz interessant. Dafür ist ja auch die Pferderüstung da und so. Ich glaube, das ist ziemlich gut gegen NPCs, also gegen Spieler und NPCs, gegen Charaktere. Gegen Wildtiere ist es nicht gut, weil die einen immer verfolgen. Und dann bringt es, glaube ich, nicht so viel. Headshot Damage. Da stecke ich auf jeden Fall immer ziemlich viel Schaden ein. Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Wenn ich jetzt einfach abspringe, probieren wir das mal. Jawohl. Und so weiter kämpft, das ist, glaube ich, besser. Bist du zum Pferd? Ich weiß nicht, was es will. Ich weiß nicht, was die Wildsau plant. Das ist eher so meine Kampfmethode. Und wir machen echt schon gut Schaden. Wir haben schon eine ordentliche Waffe. Jetzt müssen wir nur noch die Rüstung dazu upgraden. Ja, und dann werden wir mal gucken, dass wir die anderen Leute heute, die anderen beiden NPCs, Harald und Dieter, steh mal auf, dass wir die heute irgendwie sinnvoll einsetzen. Wir brauchen, glaube ich, momentan nicht wirklich Kämpfer, oder? Die sind halt, wir brauchen mehr Pferde für die Kämpfer, dass wir die dann auch aufs Pferd packen können. Gehen jetzt mal wieder hier hoch. Und dann brauchen wir auch welche, die ein höheres Level haben, die so ein bisschen mehr aushalten. Weil wir sind hier schon im High-Level-Gebiet unterwegs, ne? Die sind ja alle so Level 30. Dann sollten unsere Kämpfer wahrscheinlich auch Level 30 sein und nicht Level 10 oder so. Ich glaube, hier kommen wir hoch. Oder auch nicht. Ja. Dementsprechend, ich würde die jetzt mal nicht kämpfen lassen, sondern die sollen mal für uns irgendwie Ressourcen eintreiben. Und wir versuchen das nochmal mit dem Zähmen von NPCs. Wo sind die denn schon wieder? Die haben sich schon wieder bewegt. Die laufen immer durch die Basis, die beiden. Ich habe wieder so ein bisschen was gemacht. Wir müssen mal kurz gucken. Also es gibt einfach so viel zu tun. Ich mache immer querbeet alle möglichen Sachen die ganze Zeit. So, bleib mal hier stehen, Donner. Gut. Man kann die richtig gut irgendwo platzieren, denen sagen, wo sie hingehen sollen. Das ist echt praktisch. Zum Beispiel hier nach Formation können sie hier neben die Treppe stellen oder so. Das machen die dann auch. Und da oben habe ich denen mal so einen Futtertrog hingestellt. Das brauchen die, daraus essen die. Und da habe ich Fleisch reingepackt, also die haben jetzt erstmal genug zu essen. Und ich glaube, die sollten da draußen dann auch essen. Ich hoffe es, ansonsten verhungern die. Ich weiß nicht, wie die Reichweite ist. Das kann man sich wohl nicht anzeigen lassen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die ausreicht, die Reichweite.
Wir werden sehen. Ja, und dann gehen wir rüber zu unseren Feldern. Wir versuchen, einen von denen vielleicht in den Feldern anzustellen und versuchen nochmal, einen von den Vagrants dort drüben zu zähmen. Also so zu brechen oder wie man das nennt. A la Conan mit dem Simple Club und so, wie wir das versucht haben. Ich habe jetzt mal so Twines mit eingepackt, dann sollte das eigentlich funktionieren. Zu essen haben wir was dabei. Vegetable Oil habe ich auch wieder am Start. Wir haben hier jetzt diesen Salt Pot stehen. Da können wir das Salz, was wir ernten aus der Mine, können wir hier zu Edible Salt verarbeiten und damit dann wahrscheinlich Nahrungsmittel herstellen, denke ich. Das probieren wir dann aus. Und mit dem Vegetable Oil können wir jetzt endlich unsere Rüstung hier nutzen. Ne? Wir packen das da mal rein. Jetzt haben wir dieses Rüstungsteil hier drin. Jetzt müssen wir nur confirmen. Dann dauert das kurz. Und dann müssten wir theoretisch die neue Rüstung bekommen. Ne? Wir könnten uns schon mal die Schuhe und so mit herstellen. Wir haben ja alles da. Schuhe und Helm. Bam. Und dann haben wir das mega Rüstungsset. Dann sollten wir auf jeden Fall ganz gut was aushalten. Jawohl. Mega. Also, jetzt können wir auch gleich vergleichen. Hier haben wir jede Menge verschiedene Werte. Slash Defense ist bei 44 und hier ist sie bei 369. Also, das ist auf jeden Fall ein gigantischer Unterschied. Sieht auch deutlich stylischer aus, ne? Macht schon so ein bisschen was her, das Ding. Oh ja, das sieht schon richtig gut aus. Mal gucken, wie die anderen Rüstungsteile aussehen. Ah, das dauert jetzt wieder so ein bisschen. Ich habe auch rausgefunden, wir können auch an diesen Geräten arbeiten, wenn wir dieses Use-Button-Dingens hier nutzen. Dann kommen wir wieder ins Inventar. Da kämpft jemand. Ah, nee, das bin ich. Okay. Genau, dann kommen wir erstmal wieder ins Inventar. Aber wir sind jetzt an diesen Tisch gebunden und arbeiten da dran. Und dadurch verringert sich die Crafting-Dauer so um 50% oder so. Und wir kriegen mega viel XP, da seht ihr das. Das ist irgendwie zum Hochleveln ganz gut. Also wenn ihr irgendwie viel craftet, dann stellt euch einfach an so einen Tisch und geht AFK. Und da kann man richtig gut hochleveln dann, wie es aussieht. Man kann natürlich auch alles Mögliche machen im Inventar. Wir können hier in der Zeit gucken, was unsere Leute treiben und so. Das ist also auch kein Thema. Da kann man sich so ein bisschen die ganzen Sachen angucken. Kann man wieder nach Blueprints gucken und so weiter. Man kann die Zeit trotzdem ganz gut nutzen. Und genau, die Rezepte hier durchgucken oder so. Da gibt es ja so viel zum Schauen. Und in der Zeit levelt man halt eigentlich ziemlich gut hoch. Und man verringert halt diese Crafting-Dauer, weil das halt schon ziemlich lange dauert jetzt mit den Sachen. Je höher wir da im Tech kommen, desto länger dauert das Ganze dann. Und wir probieren jetzt nochmal dieses Torture-Rack und den Simple Club aus, wie der funktioniert. Ich habe dann nämlich noch so eine Idee. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir da so ein bisschen weiterkommen können. Das probieren wir dann gleich mal. Gehen wir nochmal runter und zähmen uns dann einen, hoffentlich. Ich habe auch schon Seeds eingepackt. So Low-Quality Soybean und Flex-Seeds. Wir brauchen dringend Flex für Leinen. Und wenn wir die alle pflanzen, dann kriegen wir hoffentlich irgendwann auch wieder die etwas bessere Qualität und können uns da langsam hocharbeiten in dieser Feldarbeit-Geschichte. Und ich hoffe, wir können einen Typen anstellen, der sich dann um das Feld kümmert. Dann heißt das, dass wir da auch nichts mehr machen müssen, sondern dass der das alles für uns erledigt. Das müssen wir dann auch sehen, wie das funktioniert. So, jetzt ist aber schon das erste Ding fertig, ne? Okay, ich bin gerade ausgestiegen wieder. Erstmal durch die Luft geflogen. Und das Ding müssen wir dann auch wieder hier reinpacken. Wir haben ja noch genug Ressourcen. Das sollte alles funktionieren, ne? Wir haben noch genug Tierfett. Perfekt. So. Dann bereite ich noch so ein bisschen vor. Und dann nehmen wir unseren Harald oder Dieter oder beide, nehmen wir dann mit. Muss ich mal gucken, was die für Skills haben. Dann nehmen wir den besseren Farmer von den beiden, nehmen wir dann mit und versuchen, den da irgendwie unterzubringen. Und dann können wir direkt mal parallel versuchen, einen zu zähmen da unten. Genau, wir müssen hier ans Feuer so ein bisschen Fleisch noch vorbereiten und so weiter. Wir haben jetzt ziemlich viele Fresser, das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass wir auch immer genug Essen haben. Das wird jetzt immer mehr zum Thema, glaube ich. So, da sind wir wieder. Der eine wärmt sich gerade seine Hände am Feuerchen. Und wir parken jetzt erstmal Donner, glaube ich. Irgendwo hier unten. Unser Torture Rack steht noch da. Super, dann können wir da gleich weitermachen. Donner, du bleibst mal hier. So.
Und genau, dann können wir jetzt hier loslegen. Wir schauen mal, ob wir den hier anstellen können. An diesem wunderschönen Feld. Wir haben ja hier dieses Barren Paddy. Und da haben wir gut Dünger und genug Wasser, ne? Das sollte alles passen. Aber hier können wir nichts. Also ich kann damit nicht arbeiten. Was soll ich machen? Ich glaube, wir können den hier nicht anstellen. Der Harald ist relativ gut beim Farmen. Das ist ein bisschen schade. Moment, falsche Taste. Ich kann ihn hier Follow nehmen und so. Ich kann aber auch sagen, dass er sich neben das Pferd stellen soll. Und Battle Mode ist passive. Er soll mal nicht helfen, sonst stirbt er. Gut, dann sollen die mal warten. Und wir versuchen jetzt nochmal so einen Typen hier zu betäuben und an dieses Torture Rack zu binden. Vorher quatschen wir mal mit dem. Vielleicht sind die auch zu überzeugen, ne? Nee, sind sie nicht. Wir müssen jetzt unseren Command-Skill und die ganze Charisma-Sache und so weiter hochleveln. Und ich habe eine Vermutung, wie das funktionieren könnte. Wir probieren das jetzt einfach mal. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch eine gute Variante, um die Waffen hochzuleveln. Und es ist auch ziemlich ulkig und komisch und brutal. So ein bisschen Conan-like wieder. Wir werfen mal diese Wurfaxt. Ich habe so eine Wurfaxt gefunden bei einem der NPCs, ne? Ich glaube, einer von unseren Leuten hatte die dabei und ich habe die einfach mal mitgehen lassen zum Testen. Jetzt werfen wir mal so eine Wurfaxt auf den. Wir haben die gute Rüstung übrigens jetzt an. Treffer. Die Arme. Die hat schon ordentlich auf die Nase bekommen. Oh. Jetzt hat sie auch eine Wurfaxt rausgenommen, glaube ich. Hat die Waffen gewechselt? Aua. Hörst du wohl auf? Nimm ein Schild raus. Okay, die kämpft ziemlich gut. Nicht so gut für uns. Ich habe daneben geschlagen irgendwie. Die macht mega Schaden. Alter Schwede. Irgendwie klappt das gerade nicht so gut. Das ging letztes Mal aber besser. Die hat's echt drauf. Ja, ich kann überhaupt nicht blocken. Okay, jetzt hat sie mich fast zerlegt. Ich glaube, wir geben auf. Lauf weg, lauf, lauf. Wow, was geht denn? Was geht denn ab? Wieso sind die denn plötzlich so brutal? Das ging doch vorher. Das letzte Mal. Was war das denn? Das letzte Mal war das ziemlich easy, ne? Da haben wir fast. Also ich kann mich nicht umgucken während dem Laufen. Funktioniert nicht. Das letzte Mal ging es super easy. Jetzt geht sie zurück, ne? Die heilt aber auch schon wieder hoch, glaube ich. Sollen wir es nochmal versuchen? Ich glaube, das hat keinen Zweck, ne? Ich muss erst wieder hochregen. Ich habe sehr schlecht gekämpft. Also wir haben jetzt eine bessere Rüstung, aber ich bin zu langsam, glaube ich, dass ich ihr nicht ausweichen kann. Vielleicht ist es das Problem. Ist schwer zu sagen. Ja, ich glaube, ich bin einfach zu langsam. Nicht mehr schlagen? Sie ist fast fertig. Jetzt nehmen wir diese Keule. Jetzt locken wir sie erstmal zurück. Okay. Vielleicht wird sie doch noch was. Ich will sie nicht so weit tragen müssen, deswegen nehmen wir sie jetzt erstmal ein bisschen zurück. Die blockt die ganze Zeit. Jawohl, wir haben sie. Talk, carry. Stop doing. Jetzt müssen wir sie davor tragen. Ich hoffe, das geht in der Zeit. Wir haben nämlich nur ein paar Sekunden Zeit, glaube ich, bis sie wieder aufwacht. Sonst müssen wir nochmal mit der Keule draufhauen. Das ist ganz schön teuer, ne? Die hat unsere halbe Rüstung zerlegt. Also ich glaube, möglicherweise sollten wir doch so ein bisschen Richtung leichte Rüstung gehen. Dann sind wir nämlich einfach mobiler und dann kriegen wir nicht so viel auf die Nase. Und dann, das bringt dann fast mehr als so eine Rüstung, die schwer ist und gut schützt, aber man sich halt nicht bewegen kann, ne? Fix. Okay. Die hängt jetzt da dran. Invite Talents. Found in Charisma Recruitment. Das müssen wir jetzt irgendwie hochleveln. Sonst können wir die nicht zähmen. So, die heilt jetzt ihre Hitpoints hoch. Ich glaube, wir müssen die auch irgendwie füttern oder so. Bronze. Oh, die hat gute Waffen. Pole Axe. Das ist das Ding, was wir auf sie geworfen haben, ne? Sie hat irgendwie so eine bessere Pole Axe. Auf jeden Fall haben wir unsere jetzt zurück, scheinbar. Jetzt geben wir der mal so ein bisschen was zu essen. Und die hat
Die ist noch relativ voll, ne? Wir geben ihr mal eins. Genau, das funktioniert. Jetzt haben wir Food wieder aufgefüllt. Die heilt sich langsam hoch. Und ich habe jetzt Waffen zum Hochskillen mitgebracht. So levelt man wohl am besten die Waffen, habe ich gehört. Das heißt, wir nehmen irgendwie so ein Low-Level-Schwert. Und das müssen wir wohl auch machen. Also wenn man die so zähmen will, dann muss man die wohl irgendwie hauen oder so. Kriegen wir jetzt irgendwas dazu hier? Das ist so komisch. Unefficient Recruit Skill. Ja, wir kriegen jetzt Obedience, ne? Also wir haben Humiliation und Obedience. Und Obedience geht irgendwie hoch. Und ich glaube... sowas Blödes. Dann kriegen wir... Ich glaube, wir kriegen jetzt dann auch Waffenskills die ganze Zeit. Wir leveln unsere Waffe dabei hoch. Müssen wir das dann komplett bis 100% hochbringen? Das dauert ja Stunden. Unable to recruit. Wir schauen jetzt mal in Charisma Recruitment kurz rein. Das ist schon ziemlich komisch. Charisma Recruitment. Ja, also sieht so aus, als würden wir es jetzt hochleveln, ne? Weil das haben wir vorher noch nicht gehabt, glaube ich. Oder kaum. Und wenn wir hier hoch genug sind, dann... können wir die rekrutieren, glaube ich. Und das ist wohl der einzige Weg, um das hochzuleveln. Ja, und dann muss man die halt zwischendrin immer wieder füttern, weil die verlieren ja Hitpoints und müssen das wieder hochrecken, kriegen dadurch Hunger und so. Das ist alles komisch. Aber das machen wir. Kein Ding. Und, oh, können wir das hier gar nicht pflanzen? Soil Porosity, okay. Und nebenbei werde ich hier mal so ein paar Sachen pflanzen, dass wir wieder ein paar neue Kräuter ranbekommen, ein paar Sojabohnen und so. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal das hier, damit die nicht wegläuft oder so. Ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben. Grün? Was ist das? Jetzt haben wir so eine grüne Bar. Die geht jetzt irgendwie runter. Okay. Also ich glaube, wenn wir uns nicht um die kümmern, dann läuft die irgendwann weg, ne? Auf jeden Fall geht jetzt diese grüne Bar hoch und ich weiß nicht, was das bedeutet. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Also ich versuche mal herauszufinden, wie das alles genau funktioniert. Level nebenbei so ein bisschen die Waffen hoch. Ich habe auch mal so eine Pole Arm dabei. Habe ich gedacht, probieren wir auch nochmal. Ist, glaube ich, vom Pferd aus ziemlich cool. Genau, die kann man hier super gut hochleveln. Das ist halt eine ziemlich gute Methode. Ne? Wenn auch ziemlich seltsam. Also, ich bin jetzt wieder ein bisschen schlauer. Der grüne Balken sagt wohl gar nichts aus. Ich konnte da nichts feststellen. Das hat keinen Unterschied gemacht bei der Geschwindigkeit des Zähmens oder so. Also wir haben ja über dem Charakter hier diese drei Balken. Ne? Rot, blau und dann den dritten. Und das ist, glaube ich, das gleiche wie bei uns. Ne? Also wir kriegen ja so ein Debuff da irgendwie, wenn wir kämpfen und auf die Nase kriegen. Vielleicht ist es das. Auf jeden Fall macht das keinen Unterschied. Das ist egal. Wenn der auf 0 runtergeht, ist das auch kein Problem. Und zum Waffenleveln ist es absolut zu empfehlen. Ich habe jetzt ziemlich viel Polearm gelevelt und so ein bisschen Schwert. Das funktioniert super gut. Also wenn ihr da Waffen noch hochleveln müsst, dann macht das auf die Art, das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das nicht mit dem Training-Dummy oder so auch geht. Das ist dann irgendwie eine schönere Variante, als da irgendwelche Leute zu prügeln. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Es ist gut zum Hochleveln. Und jetzt habe ich eine Variante gefunden, die ein bisschen schöner ist. Ich stelle einfach den Harald dahin. Der muss die gar nicht hauen, sondern der schaut dir einfach ganz tief in die Augen. Und die Obedience geht jetzt die ganze Zeit hoch. Also der macht es fast so gut wie ich. Dauert ein bisschen länger. Aber ich muss mich nicht drum kümmern. Und theoretisch sollte die jetzt irgendwann auszählen, wenn Obedience bei 100% ist oder so. Ich weiß es nicht. Wenn ich drauf haue mit dem Schwert, dann wird mir immer gesagt, dass ich zu wenig Skill habe. Gleichzeitig haben wir aber richtig gut hochgelevelt. Wir können jetzt mal schauen. Charisma. Command hat es nichts gebracht. Bei Drills hat es nichts gebracht, glaube ich. Oder ein bisschen was, keine Ahnung. Und bei Recruitments hat es auf jeden Fall was gebracht. Wir haben jetzt Corporal Punishment freigeschaltet. Das heißt, wir haben so einen Bonus auf den Wooden Club zum Zähmen oder zum Betäuben. Und beim Zähmen haben wir einen riesen Fortschritt gemacht. Das wird dann auch Health Recovery Speed. Okay. The more the better. Wir können zwei Pferde zähmen. Okay.
Also das haben wir ganz gut hochgelevelt. Ich weiß nicht, obwohl wir keine Pferde hier gezähmt haben, sondern die Dame da gehauen haben, aber gut. Also bei Taming und Recruitment gibt es wohl auf jeden Fall Fortschritt. Möglicherweise auch bei Drills hier, weil das war, glaube ich, auch bei 0, bei Level 0, ne? Da sind wir auch schon hoch jetzt. Also wir machen auf jeden Fall gut Fortschritt. Und theoretisch sollte ich jetzt wahrscheinlich hier solche Punkte setzen, so Skill-XP-Punkte, damit wir das schneller hochleveln. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe das bei der Polearm gemacht. Bei Waffen. Wo ist denn die Polearm? Polearm ist hier. Genau, da habe ich die Punkte gesetzt zum Hochleveln. Ich habe gedacht, wir leveln das mal so ein bisschen hoch. Ich bin schon wieder nicht mehr so sicher, ob das die richtige Waffe ist. Ich habe es mit dem Pferd probiert und ich komme damit nicht so gut klar mit den aktuellen Polearms. Vielleicht kommen da später noch bessere, mal schauen. Aber wir sollten jetzt theoretisch bei Charisma in Recruitment einfach mal noch ein paar Punkte reinstecken. Und dann nehme ich den Harald dann nochmal kurz raus. Einen haben wir noch. So, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Dann kriegen wir nämlich das Vierfache an XP. Harald, geh nochmal hier raus. Follow. Follow. Leave. Kommt er jetzt mit? Nee, ne? Den müssen wir erst irgendwie hier rausholen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. So. Ah ja, so. Perfekt. Dann stellen wir den mal hier hin, den Harald. Hast du noch... Ja, du hast genug Food. Alles gut. Wieso machst du das nicht? Ich habe gesagt, du sollst da hinlaufen. Everybody move. Habe ich jetzt den... Ich habe den Dieter angewählt. Wieso? Okay. Mit Steuerung 2 können wir den Harald anwählen. Und dem sagen, dass er da hingehen soll. Ich hoffe, der Dieter kommt jetzt nicht, aber ich habe das schon getestet. Also solange die außerhalb der Reichweite sind, hören die nicht auf mich. Also der steht weiter in der Basis, der Dieter, denke ich mal. Der hat auch schon gegessen. Also das scheint auch zu funktionieren. Also alles gut. Und ich mache jetzt hier nochmal so ein bisschen weiter mit der Polearm. Das habe ich ja extra, da habe ich ja extra so Punkte reingesteckt, damit wir da so ein bisschen hochleveln können. Und theoretisch sollte jetzt auch das Recruitment ein bisschen schneller hochgehen. Weil ich da ja extra Punkte reingesteckt habe, ne? Invite Talents. Charisma Recruitment. Weil momentan steht ja immer noch da Insufficient Recruit Skill. Das heißt, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Aber wir leveln das ja gerade hoch. Das heißt, wenn die hier 100% Obedience hat, dann haben wir hoffentlich genug Skill, um sie auch tatsächlich dann in unseren Stamm aufzunehmen. Wenn sie dann noch Lust hat. Bin mir da nicht so sicher. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben wieder einen weiteren Tag der Quälerei. Ich bin jetzt ordentlich weiter. Also wir haben richtig gut Polearms hochgelevelt. Da sind wir jetzt Level 280, ist mit Abstand die beste Waffe. Ich wollte eigentlich auch mal die Einhandwaffen hochleveln, aber wir haben uns jetzt stark auf Polearm konzentriert. Das heißt, das werden wir dann nochmal ausprobieren. Wir werden uns mal eine gute Polearm herstellen, so eine Stangenwaffe. Und schauen, wie das funktioniert. Ja, und ich habe natürlich auch hier diesen Recruitment-Skill hochgelevelt. Wir sind jetzt bei Level 223. Wenn wir noch ein paar Mal zupieksen, sind wir bei Level 225 und können dieses Recruit Talents 1 freischalten. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen, um diese Leute hier zu rekrutieren mit Level 30. Ansonsten, momentan dürfen wir das noch nicht. Invite Talents brauchen wir. Und ich glaube, das ist dieser Skill, ne? Heißt der nicht so? Wir probieren das gleich mal. Ich glaube, wir müssten gleich das Level erreicht haben. Also, das ist ein bisschen stupide. Das dauert halt unglaublich lange. So. Recruitment. 2,25. Recruit Talents 1. Bis 35 können wir jetzt rekrutieren. Okay. Ansonsten geht erst bis Level 20 und jetzt können wir bis Level 35 rekrutieren. Das verbessert nochmal den Wooden Club. Das ist auch cool. Und jetzt, wenn wir pieksen, kriegen wir keine Meldung mehr, dass wir sie nicht zähmen können. Also jetzt sollte das funktionieren. Das heißt, ich muss auch erstmal nicht weitermachen, es sei denn, wir wollen weiter leveln. Will ich jetzt nicht zwangsläufig. Wir müssen dir mal was zu essen geben. Wir haben, die hat so viele Hitpoints verloren. Die soll mal ein bisschen Fleisch essen. So. Ich denke mal, das sollte dann reichen. Und dann packen wir hier wieder den Harald rein. Harald. Go, go. Der Harald kriegt auch ein bisschen was zu essen. Dem geben wir einfach das Fleisch hier. 10 Stück reicht erstmal.
Und genau, dann können wir das hier machen lassen. Die sollte irgendwann auszähmen, so in 2, 3 Wochen, denke ich. Das dauert wirklich lange, also das ist brutal. Die hat jetzt was gegessen. Jetzt diskutiert er auch noch mit ihr, oder was? Also der hat eine sehr viel schönere Zähmmethode als wir, würde ich sagen. Der soll das mal machen. Und dauert ewigst. Ich habe hier diverse Bäume weggefarmt. Ein paar sind schon nachgewachsen wieder. Ich habe alle Steine eingesammelt. Da fehlen tatsächlich noch viele. Und ja, einfach so ein bisschen die Zeit totgeschlagen. Habe natürlich ewig lange an der rumgepiekst mit meinem Speer. Der verliert zum Glück keine Haltbarkeit. Ansonsten wäre der schon ziemlich oft durch gewesen. In der gleichen Zeit sind hier die Pflanzen ausgewachsen. Also da wisst ihr schon, wie lange das gedauert hat. Die können wir jetzt sammeln. Und dann kriegen wir hoffentlich so ein paar Kommen. Oh, wir haben 4 Kommen bekommen. Common Seeds. Low-Quality Seeds? Ich will Common Seeds, bitte. Common Flag Seeds haben wir noch nicht. Also die bräuchten wir ganz dringend. Ja, und dann gucken wir gleich mal, wie die Feldqualitäten hier sind. Aber ich glaube, wir könnten direkt nochmal pflanzen. Wir brauchen dringend Flags und natürlich auch immer Sojabohnen für unser Pflanzenöl, ne? Wir sind ja Vegetarier, wenn es ums Öl geht. Na, wir brauchen auch Tierfett, ne? Aber ziemlich viel vegetarisches Öl. Ja, also wir kommen langsam voran. Wir brauchen aber irgendwelche anderen Felder, um... Geht das auch mit dem Speer? Ja, ne? Geht auch. Ja, wir brauchen irgendwelche anderen Felder, um die Leute anzustellen, damit die das machen. Bei diesen Feldern muss ich das halt alles selber machen. Aber wir können noch keine richtig großen Felder sonst, wo sich das lohnt würde, Leute anzustellen. Wir haben ja nur diese kleinen zu Hause. Oh, die sind bestimmt auch schon ausgewachsen. Wir müssen wieder nach Hause. So. Sollen wir das überhaupt machen hier? Lohnt sich das? Wir können auch einfach so ein anderes Feld nehmen, ne? Wir haben da ja genug Unspent. Hier haben wir richtig viel Fertilizer. Und hier auch. Okay. Also ich glaube, wir müssen einfach immer nur die Porosity hochbringen und alles andere ist egal. Das funktioniert dann schon. Wir müssen das jetzt auch nicht klein machen. Das ist ja nicht unser Feld. Ich lasse das mal stehen. Vielleicht verschwindet das irgendwann. Vielleicht bleibt das. Wir werden sehen. Ist ja alles ganz interessant. Und dann gehen wir mal kurz... Nee, komm du mal zu mir. Ich bin schon wieder überladen. Mit U können wir übrigens unser Pferd rufen, ne? Wir haben Common Soybean und wir haben Low Quality Flax Seeds. Also wir haben keine gescheiten Flax Seeds bekommen. Wir haben aber 2 Seeds dazu bekommen. Also man bekommt meistens mehr Seeds, als man reinsteckt. Das ist trotzdem ganz cool. So, du musst mal ganz kurz noch mein Gemüse nehmen hier, ne? Stein und Gemüse. Genau, das Zeug ist auch ziemlich schwer. Flax. Ah, du bist schon wieder voll. Unser Pferd ist schon wieder überladen. Also wir müssen dann langsam nach Hause. Wir lassen die beiden hier einfach stehen. Der Harald macht das dann für uns. Und ich werde, glaube ich, nochmal pflanzen hier. Entweder, ja, wir machen das nochmal hier. Hier geht das auch. Wir haben genug Dünger immer noch. Dann werde ich hier jetzt nochmal die Soil Porosity hochbringen. Das ist schon ganz schön aufwendig alles, ne? Und einfach nochmal pflanzen, damit wir noch mehr Sojabohnen und Flax bekommen. Vor allem brauchen wir gute Flax Seeds. Und die bekommen wir, glaube ich, nur, indem wir... Oh, das verschwindet jetzt alles, ne? Egal, das passt. Wir machen hier weiter. Wir haben trotzdem genug Dünger. Es sollte reichen. Also es ist wichtig, dass man die Pflanzen häckselt, sonst verliert man den Dünger, ne? Aber wir haben trotzdem 9000. Damit können wir genug pflanzen erstmal. Oh no, da ist ein Viech. Nein, 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 nein. Lass es. Das ist nicht gut. Okay, wir müssen jetzt absteigen. Schwert raus. Der ist hinter mir. Das ist ein Jaguar. Der macht Sauschaden. Okay, wir haben Unterstützung. Ich muss nicht alleine kämpfen, das ist schon mal gut. Oh, der macht mega Schaden. Ich versuche mal so ein bisschen wegzulaufen vor dem. Nein, 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 es geht nicht. Der ist zu schnell. Er hat mich. Er hat mich. Rette mich. Nein, Dieter. Ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Der hat Dieter gefressen. Oh nein. Können wir uns jetzt... Achso, wir müssen, glaube ich, ein Bett oder so bauen zu Hause? Können wir uns hier nicht... Ich glaube, wir können uns hier gar nicht wiederbeleben, oder? Also hier ist ein NPC, da ist ein NPC von uns.
Aber wiederbeleben können wir uns scheinbar. Echt? Neutral Camp. Ach, das ist da oben, ne? Oh nee. Das ist ja voll weit laufen. Okay, also da müssen wir noch was machen. Wir haben doch schon ein Bett stehen. Wieso können wir das denn nicht nutzen? Vielleicht funktioniert das nicht mit Betten hier. Also der Panther frisst uns gerade. Na gut, dann starten wir da unten. Und... Aber wir haben auch unser Zeug, ne? Wir haben unsere Sachen auf jeden Fall. Und dann müssen wir jetzt gemütlich mit schwerer Rüstung da hochlatschen. Das gibt bestimmt ein Level up. Und auf dem Weg können wir ja so ein paar Tiere mitnehmen vielleicht, dass sich das wenigstens gelohnt hat. Der ist da einfach aufgetaucht. Ich weiß nicht, was ich hätte machen sollen mit dem Pferd weglaufen, aber dann hätten wir auch unseren Dieter verloren, ne? So ist Dieter auch gestorben. Ich weiß nicht, ob man Dieter eventuell wiederbeleben kann. Müssen wir mal gucken. Der liegt nämlich... Ach, das bin ich, oder wie? Ich weiß nicht, was mit Dieter ist. Der ist jetzt verschwunden. Also ich glaube, der ist schon tot, ne? Das ist gemein. Wieso taucht denn da jetzt so ein Viech? Nee, der ist noch nicht verschwunden. Vielleicht können wir mit dem noch was machen. Vielleicht können wir den noch irgendwie retten. Ich habe nämlich gedacht, da gibt es irgendwie so eine Möglichkeit. Das müssen wir halt dann jetzt sehen und ausprobieren. In welche Richtung müssen wir denn? Oh, wir sind mega weit weg. Wir müssen hier übersetzen und dann nochmal. Und ja, ich werde auf dem Weg so ein paar Hasen und Hirsche jagen, denke ich. Oh je. So, da sind wir wieder. Ich habe so ein bisschen Salz mitgebracht. Ralfine hat ordentlich Salz gesammelt. Das packen wir mal hier rein. Und dann können wir das erste Edible Salt herstellen. Dafür brauchen wir Feuer. Okay. Wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ich weiß ja jetzt nicht, ob da nicht immer noch so ein Leopard unterwegs ist. Ich weiß ja nicht, was der macht. Ist der jetzt noch hier? Oh, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Irgendwas hat sich da gerade bewegt. Vielleicht gehen wir mal irgendwie so außen rum oder was? Ich schaffe den ja alleine nicht. Ja. Was machen wir da mit dem? Oh, und Donner geht's halt noch gut, ne? Donner hat da nichts getan. Ah, der ist aber nicht mehr hier, okay. Eieiei. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Und... Liegt hier noch irgendwas von mir? Nee, ne? Ich glaube, wir haben alles bekommen, mitgenommen und so. Und... Unser Kollege ist jetzt, glaube ich, weg und tot. Oh, hier sind ein paar Sachen respawned. Das ist ja cool. Also das, die Pflanzen respawnen ziemlich nah am Lager scheinbar. Ja, das hat jetzt meinen Plan so ein bisschen über den Haufen geworfen. Ich wollte gerade starten, um... Wie hieß er? War das Dieter, glaube ich, ne? Ich glaube, Dieter hat es erwischt. Ich wollte ja Dieter eigentlich mitnehmen und in die Mine packen. In die Eisenerzmine. So war der Plan. Das wäre auch eine längere Reise gewesen. Aber jetzt wurde er vom Leoparden gefressen, ne? Das ist natürlich doof. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen Debuff bekommen, weil wir nochmal gestorben sind. Und ansonsten haben wir, glaube ich, nichts verloren. Ne? Also ist alles gut. Ich habe alles behalten. Rüstung hat ein bisschen einstecken müssen. Aber gut. Ich habe auf dem Weg so ein paar Vagrants eingesammelt. Die haben immer, die haben so Goldmünzen für uns, Kupfermünzen. Die brauchen wir ja dringend. Und die haben auch gute Ressourcen, Leinen und Twine und alles Mögliche. Also das lohnt sich schon, die mitzunehmen. Ich habe jetzt keinen mehr gezähmt. Ich habe mal versucht, so Level Anfang 20 Leute zu zähmen, aber die kann man nicht mitnehmen. Das geht, glaube ich, nur über dieses aggressive Zähmen. Also ich denke, der Unterschied zwischen dem einfach überzeugen mit Fleisch und mitnehmen und diesem Foltern ist einfach, dass man NPCs ab Level 20 nur durch Foltern zähmen kann. Das ist mein jetziger Wissensstand. Also meine Vermutung eigentlich, ne? Das ging ja dann nicht mehr. Wir sind jetzt hier schon bei... Also wir können jetzt bis 35 rekrutieren. Aber bis Level 20 können wir die, glaube ich, rekrutieren, ohne dass wir sie hauen müssen. Die schöne Methode. Und alle, die wir zähmen, die besser sind, die müssen wir halt jetzt verknüppeln und an das Torture Rack binden. So funktioniert das wohl. Ja, wie sieht's mit Essen aus hier? Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute erstmal soweit fertig.
Ah, das ist alles durchgebrannt. Wir haben jede Menge Fleisch. Das ist gut. Nehmen wir wieder so ein bisschen was mit. So ein Stack reicht oder so 100 Stück. Und dann brauchen wir wieder neue Leute, damit wir die Eisenerzmine besetzen können. Das ist super wichtig, dass wir Eisenerz bekommen. Und so ein bisschen Salz haben wir jetzt auch schon am Start. Also die Salzmine läuft. Wir wissen jetzt eigentlich, wie das mit den NPCs funktioniert. Das funktioniert ziemlich cool. Und das sind auch relativ gute Kämpfer, ne? Wenn wir jetzt unsere Level 30er Dame ausgezähmt haben, geben wir dir eine gute Rüstung und eine gute Waffe und dann können wir die, glaube ich, als Kämpferin einsetzen und dann hilft die mir hier, die Leoparden fernzuhalten. Ich weiß auch nicht, was es mit den Leoparden auf sich hat. Da unten war ja einer. Jetzt war einer in unserer Basis. Wir haben heute den ersten gesehen und parallel dazu ist gleich einer in der Basis gespawnt und hat uns aufgefressen. Also ich weiß nicht, was da los ist, wieso es da plötzlich so viele gibt. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Ansonsten brauchen wir dringend eine bessere Waffe und halt ein paar Kämpfer, dass die uns hier die Basis verteidigen. Das wäre dann schon ziemlich wichtig. Na gut, das war jetzt erstmal ein Schock. Aber wir sind auf jeden Fall wieder ein ganzes Stück weiter. Wir haben richtig viel Öl. Ich habe jetzt Sojabohnen ohne Ende gepflanzt. Wir haben übrigens die ersten, wie heißen die? High-Quality Soybeans sind es. Hohe Qualität. Das sind die ersten. Da habe ich 4 Seeds bekommen, die habe ich direkt hier gepflanzt. Hier habe ich auch wieder Sojabohnen gepflanzt. Die Sojabohnen haben wir jetzt erstmal genug, glaube ich. Wir haben ziemlich viel Öl, aber wir brauchen dringend Flachs. Also wir müssen gucken, dass wir auch gute Qualität von Flachssamen bekommen. Und da kommen dann unterschiedliche Sachen raus. Also wir haben jetzt Low-Quality Soybeans und wir haben Common Soybeans. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie die sich unterscheiden. Man kann aus beiden das Zeug hier herstellen, das Öl. Und man braucht wohl immer 7 Stück davon. Fragt mich nicht. Wo da der Unterschied ist. Da kommt scheinbar auch ähnlich viel bei raus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da unterschiedliche Qualitäten. Das müssen wir dann noch ein bisschen weiter verfolgen. Wir pflanzen halt einfach die höheren Qualitäten. Die brauchen mehr Bodenporosität. Also die sind aufwendiger. Das müssen wir mal mitverfolgen, wo dann eigentlich die Vorteile sind, wie viel da rauskommt. Wir haben ja jetzt hier Common Soybeans und die High Quality Soybeans. Das sind die beiden höheren Qualitäten. Die anderen heißen ja irgendwie Crude oder so, ne? Die Standardqualitäten. Common Soybeans oder Low Quality heißen die. Es gibt Low Quality, Common und diese High Quality. Und dann gibt es, glaube ich, noch bessere Qualitäten. Ne? Aber das sind die, die wir jetzt aktuell haben. Dann können wir die beiden mal vergleichen, was, wo da die Vorteile sind. Weil die brauchen schon mehr Dünger und die brauchen auch mehr Wasser und Soil Porosity, die hohe Qualitäten. Also irgendein Vorteil sollte da bei uns dann auch dabei rumkommen, sozusagen. Na gut, tut mir echt leid um Dieter. Der ist auch irgendwie hier noch mit drinnen in der Übersicht. Also ich weiß noch nicht, den haben wir irgendwie verloren, ne? Server Location, das ist Dieter gewesen. Vielleicht können wir den noch irgendwie wieder retten? Ich weiß es nicht, aber momentan ist er erstmal verloren. Und wir haben noch die beiden Angestellten, die jetzt für uns arbeiten. Der Harald kümmert sich um das Zähmen und die Rolfine um das Salzfördern. Und dann müssen wir wieder jemanden zähmen, der uns da hilft mit dem Erzabbau in der Eisenmine. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Rüstung. Ich weiß noch nicht, ob ich die... Also sieht cool aus. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich bei schwerer Rüstung bleiben will. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich den Tieren nicht ausweichen kann, den Menschen nicht ausweichen kann. Also es hat besser funktioniert vorher. Vielleicht gehen wir so auf leichte Rüstung zurück. Wobei wir schwere Rüstung auch schon ganz gut gelevelt haben. Müssen wir mal gucken. Vielleicht testen wir einfach mal eine leichte Rüstung irgendwann. Und überlegen uns dann, ob wir da vielleicht wechseln wollen oder auch nicht. Weil ich nehme schon viel Schaden, trotz der starken Rüstung hier. Bei Low-Level-NPCs nehme ich fast gar keinen Schaden mehr, aber der Tiger, der hat mich ja ziemlich zerpflückt. Na gut, für heute lassen wir es damit erstmal gut sein. Ich hoffe natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Myth of Empires. Macht's gut und bis dann.